wurde ja zum Beispiel auch, um mal auf die Zelda-Sache zurückzukommen, auf das Zelda-Thema sozusagen, wegen dem Mod, was ich ja gerade spiele, wegen dem Link-Mod, das fällt mir gerade so ein, es gab tatsächlich Leute, die mich damals versucht haben zu mobben, also an mir ist das eigentlich relativ abgeprallt, aber die haben tatsächlich versucht, mich zu mobben, weil ich Zelda gut fand. Ja, das waren dann so Leute, die standen dann eher so auf PlayStation und solche Geschichten. Und ich kann mich ganz genau erinnern, da waren zwei Personen, die auf Zelda absolut nicht klar kamen, weil es ihnen wahrscheinlich selber einfach gar nicht gefallen hat, was ja okay ist, aber sie haben das dann einfach so immer so niedergemacht und so auch mich so indirekt dann niedergemacht, ja, weil ich das halt gespielt habe. Da sah ich auch, also, ich weiß nicht, ob diese Personen heute noch genauso drauf sind oder nicht. Ich habe mit denen zum Glück nichts mehr zu tun, aber das, da frage ich mich auch so, also Leute, geht's noch so? Ich meine, es ist ein Spiel, es soll Spaß machen, ja? Es geht um den Spaß dabei und nur weil man selber keinen Spaß an etwas hat, muss man es doch anderen nicht madig machen, oder doch? Das ist irgendwie, naja, verstehe ich nicht. Das finde ich sehr, ja, wie soll man sagen, sehr unreif. Aber gut, das war ja auch in der Schule, ne? Was erwartet man da? Da darf man natürlich keine geistige Reife erwarten, ne? Von bestimmten Leuten. Manche sind halt geistig früher gereift als andere, kann man sagen. Und einige Leute waren dann eben nicht wirklich tolerant, kann man sagen. So, ist die jetzt voll, die B-Box eigentlich, wenn die so aussieht, oder... Ich warte vielleicht mal noch ein bisschen. Wie viele... Ah, okay, das sollte ich mal wieder meinem Vögelchen zu fressen geben, damit hier wieder neue Dragon Pies oder Dragon Fruits rauskommen. Kann ich hier was fertilisieren? Nein, kann ich nicht. Aber hier kann ich was einpflanzen. Ah. Saving. So. 84 Tage. Mann, Mann, Mann. Der wird ja richtig alt hier, der Knabe. Der wird ja hier richtig alt, der Johnny. Ah ja, genau. Und eine Sache fällt mir gerade noch so ein. Der Mr. Nightblack... Der hatte mir in einer PN, ich spreche das einfach mal hier in der Folge an, weil es vielleicht für alle interessant ist, hat er mich ein paar Dinge gefragt oder beziehungsweise mich auf ein paar Dinge aufmerksam gemacht, die meinen Let's Play-Stil, meinen Channel und das Spiel selbst betreffen, also Don't Starve. Ups. Laufen wir mal weg. Die Bienen sind relativ langsam. Ich habe jetzt mal den Honig schon geerntet, 5 Stück. Haben wir rausgeholt, das ist gut. So, die Bienen, wenn ich weg bin, fliegen die zurück in ihren Bau. Das heißt, ich kann jetzt wieder hierhin zurückgehen. Ohne, dass mir irgendwas passiert. So, das war's auch schon. Und ich habe eigentlich nicht wirklich Schaden dabei genommen bei der Aktion. Ist okay. So. Ja genau, zurück zum Mr. Nightblack. Der hatte mich 2 Dinge gefragt, ob ich nicht die Folgenlänge verlängern könnte und statt 15 Minuten pro Folge 30 Minuten machen könnte. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich würde das sogar gerne machen, nur da gibt's halt leider ein paar Probleme. Zum einen habe ich eben nicht so viel Zeit, um so viel Material aufzunehmen. Und das, was ich aufnehme, muss auf jeden Fall immer für eine ganze Woche reichen. Das heißt, wenn ich ein bisschen über 1 Stunde aufnehme, dann sind das so um die 5 Folgen. Und das passt dann genau, um die Woche voll zu kriegen. Weil, ich sag's mal so, wenn ich das ganze Pulver in halbstündigen Episoden verschieße, dann... habt ihr dann irgendwie am Ende der Woche nichts mehr oder ich muss es mit anderen Let's Plays füllen und ja, das ist ja dann auch nicht die Lösung, wenn ihr dann an einem Tag die Überdosis bekommt und am anderen Tag kommt gar nichts. Und dann hat es auch noch technische Gründe, dass ich so kurze Folgen mache, weil es extrem lange dauert, ein Don't Starve Video zu rendern. Und das liegt daran, dass ich aufgrund meines Monitor-Setups Don't Starve nicht im Vollbildmodus spielen kann. Ich habe 3 Monitore und ich muss Don't Starve im Fenstermodus spielen. Jetzt ist es aber so, wenn man das im Fenstermodus spielt, dann kann man nicht
die HD-Auflösung, die Full-HD-Auflösung korrekt einstellen, dann ist das immer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich weiß, das klingt total bescheuert, aber das ist irgendwie so. Und ich muss dann immer das Material nachträglich beim Schneiden, muss ich das dann immer groß skalieren. Ja, und dieses Großskalieren führt dazu, dass eine 15-Minuten-Folge einfach mal 50 Minuten rendert. Und das ist halt schade, weil, ja, wegen den paar schwarzen Rändern, die ich da rauskriege, wegen dem Skalieren, dauert es halt einfach ewig zu rendern. Ja, insofern ist auch das ein Problem, wenn ich versuche, mehr Don't Starve zu machen. Das würde bedeuten, mein Arbeitsaufwand bzw. mein Renderaufwand würde sich vervielfältigen. Und da ich mein System halt auch zum Arbeiten benutzen muss, kann ich das nicht so machen. Wobei für dieses Problem habe ich vielleicht auch schon eine Lösung am Start. Also das wird sich jetzt demnächst mal abzeichnen. Da will ich ein paar Tests machen. Mal ein paar Sachen ausprobieren. Und ja, einfach allgemein mal schauen. Ne? Insofern, ich kann immer noch immer wieder sagen, ich versuche regelmäßig Don't Starve zu machen und ich versuche auch im Verhältnis zu anderen Let's Plays Don't Starve zu bevorzugen, aber es gibt halt einfach Grenzen für mich einfach rein praktisch und was ich imstande bin zu leisten, das ist einfach so, das gefällt mir selber auch nicht, das sage ich ganz ehrlich, aber es ist wie gesagt eben auch keine Vollzeittätigkeit. Ne, und es ist eben auch vor allem in erster Linie ein Hobby und kein Beruf. Ja. Sollte ich mal irgendwann so groß werden wie Gronkh, ja, dass ich wirklich 24 Stunden am Tag nur, was heißt 24 Stunden, aber sagen wir 12 Stunden am Tag nur Let's Plays mache und damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ja, dann ist das was anderes. Aber ich sag mal so, das ist ja momentan eher noch relativ unrealistisch. Und ich sag mal so, das strebe ich auch eigentlich momentan nicht an. Ja, weil es erstmal ist es unrealistisch und dann, ja, ich weiß nicht, ob es dann mir noch genauso Spaß macht, wie es mir jetzt Spaß macht, das zu machen. Wenn ich das so im großen Stil machen würde. Weiß nicht, dann wird es halt zum Beruf irgendwie. Dann ist das wieder was anderes. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Vielleicht wäre es gut, ich weiß es nicht. Für mein Bankkonto, wenn ich so groß wäre wie Gronkh, wäre es wahrscheinlich gut, aber weiß nicht. Also, keine Ahnung. Ich will auch übrigens gar nicht ausschließen, dass das nicht irgendwann mal passiert, dass ich meine Videos monetarisiere. Momentan mache ich das ja noch nicht. Auch das wird sich zeigen. Also es wird vielleicht irgendwann mal passieren, ich sag mal, ab einer bestimmten Abonnentenzahl oder ab einer bestimmten täglichen Klickzahl wird das bestimmt schon irgendwie mal passieren, dass ich zumindest mal so eine Banner unten reinmache. Einfach auch, um die Spiele, die ich mir vielleicht nur kaufe, um die hier auf meinem Channel zu zeigen und mit euch zusammen zu spielen, um das ein bisschen zu kompensieren oder kleinere Ausgaben, die ich habe. Weil ich will mir ja auch Konsolen kaufen demnächst und da brauche ich ja Capture-Boxen. Und auch die wollen ja bezahlt werden. Insofern, ja, müssen wir mal schauen. Aber das wird jetzt hier alles schon wieder viel zu technisch. Ich lenke hier ab. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt so wahnsinnig interessiert, wenn ich das sage. Oder wenn ich euch das erzähle. Ihr könnt mir da immer gerne reingrätschen, wenn ihr sagt, ja, laber doch nicht so viel über deinen Channel. Das interessiert uns alles gar nicht. Aber ich dachte mir, da eh fast alle Leute, die auf meinem Channel Abonnenten sind und regelmäßig Zuschauer sind, Don't Starve gucken, ist es vielleicht eine ganz nette Idee, das hier alles zu diskutieren, während ich Don't Starve spiele. Huch, wollte ich gar nicht nehmen. So. Jetzt habe ich mal wieder Honig gesammelt. Mal wieder ein bisschen Stücke weglaufen. So, die Musik ist weg. Immer wenn die Musik weg ist, heißt das, der Gegner hat die Lust verloren. So. Hatte ich hier nicht gerade haufenweise Beeren eingesammelt? Ach, die habe ich hier schon in den Kochtopf gepackt. Okay, alles klar. Naja, komm, um hier mal ein bisschen schneller den Nachschub an Dings zu bekommen, an Dragon Pie.
fertilisieren mal den Spaß hier mal ein bisschen. Eins, zwei, drei. Ah, hier ist ja so ein Vögelchen. Hallo Vögelchen. Schauen wir mal, was da rauskommt, wenn ich Honig und Fleisch koche. Bin ich mal gespannt. Honig und Fleisch. Dum, 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 dum. Ja, ja. Na komm. Wir wollen den Inhalt sehen. Schalalala. Aha, okay, alles klar. Und hier sind wieder Dragon Pies fertig. Eine kochen wir direkt, würde ich sagen. Das können wir einpflanzen. Na, gehe ich nochmal zu den Beefalos runter. Und hol nochmal ein bisschen Kacke. Bisschen Kacke zum Düngen. Die Dragon Pie, die kriegt hier das Vögelchen. Das liebe kleine Vögelchen. Ah, das war nur eine. Eine eine Dragon Fruit. Dingens, na. Samen, meine ich. So. Hier rein. Jetzt habe ich 9 Dragon Pies. Oh, die, aber jetzt verrotten sie langsam schon ein bisschen. Das ist nicht so gut. Oh, hier geht's. Mit dem Honig geht's ja jetzt hier richtig zur Sache. Das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass da so viel rauskommt, wenn man das mal sammelt. Jetzt gehe ich aber hier zum. Ne? Ah. Beeren. Jetzt gehe ich aber mal hier zu den Beefalos wieder. Hallo Beefalos. Hä? Keine Haufen? Wo sind denn eure Haufen? Was macht denn ihr? Warum kackt ihr nicht mehr? Habt ihr Verstopfung? Kann ich die eigentlich füttern, die Beefalos? Nee. Das wär's ja. Aber das müssten sie eigentlich auch mal einführen. Ich meine, die Beefalos, die beißen ja nicht. Warum kacken die denn nicht mehr? Da liegen keine Haufen rum. Das macht mir ein bisschen Angst. Hier liegen Haufen. Häufchen. Aber auch hier sind relativ wenig. Also es war jetzt nur der eine. Der eine Haufen. Die bösen Blumen. Schnell weg. Die ziehen mich nämlich runter. Die ziehen ihn runter. Die machen depressiv, die bösen Blumen. Was sind das hier unten? Da liegt doch irgendwas. Ach, das sind Samen, okay. Böse Blumen machen depressiv. Das ist nicht so gut. Das ist relativ schlecht. Das wollen wir nicht. So. Haben die jetzt hier mal auch ein bisschen Stuhlgang gehabt? Die haben einfach keinen Stuhlgang hier. Kann nicht sein. Wie machen die denn das? Haben die sich die Popolöcher verkorkt? Was haben die gemacht? Was Falsches gegessen? Weiß es nicht. Die Beefalos sind manchmal komisch.